Moin, moin, meine lieben Steam-Begeisterten. Steam Deck-Begeisterten, muss man wohl eher sagen. Wir machen heute weiter mit dem coolen Spielen Dave the Diver und befinden uns schon im Tag 5. Und wie man sieht, haben wir oben noch eine Quest und auch eine kleine Nebenquest. Und wir werden mal versuchen, wieder runterzugehen und dem Signal zu folgen. Und mal sehen, was passiert. Zwischendurch natürlich auch ein paar Fische, damit unser Sushi-Laden läuft. Und dann geht's los. Beim letzten Mal hat uns ja ein Riesenkraken gesehen. Bin mal gespannt, was wir heute so alles entdecken. Das Gute an dem Spiel ist ja, dass es trotzdem sehr relaxed ist. Wir sind schon einmal gestorben, nur mal um zu sehen, auch wie es ist. Und heute, wir können ja sogar tiefer tauchen seit dem letzten Upgrade. Oh. Na gut, ein Delfin hatten wir auch beim letzten Mal, das macht ja nichts. Folgen wir ihm nochmal. Ja. Du musst der Delfin von vorhin sein. Warum sieht es so aus, als hätte er es eilig? Ich frage mich, ob da irgendwas nicht stimmt. Gut, apropos, der Amazon-Delfin ist diesmal gar nicht zu sehen. Ich sollte ihm folgen. Was ist mit den Delfinen passiert? Gut, folgen wir mal. Ah, wir dürfen unseren Turbo nicht zu oft einsetzen. Oh, was ist hier denn passiert? Das ist ja Sünde. Können wir das Seil durchschneiden? Stimmt. Oh mein Gott, der Amazonas-Delfin. Piraten müssen ihn in verbotener Weise gefangen haben. Ich sollte schnell das Netz aufschneiden. Das machen wir. Oh. Oh, fies. Oh. So. Blöde Piraten. Entschuldigung. Sehr gut. Schaut ihn an. Oh, die sind so süß und knuffig zusammen. Ein Herzchen. Glaubt man praktisch gar nicht, dass man denkt, so ein Spiel, okay, aber man muss sagen, diese ganzen Indie-Spiele, die werden immer besser. Teilweise kleine Teams, die da wirklich was hervorbringen, wo ich mir denke, fantastisch, also wirklich krass. Oh, sie haben noch ein Geschenk hinterlassen. Ich hoffe, dass keiner von ihnen nochmal erwischt wird. Großer Goldbarren. Oh, da kriegen wir bestimmt Kohle für. Gut. So, lass uns, ja, wir können hier nicht so viel machen. Wir gucken mal, ob wir noch hier eine Dings finden. Ja, so eine Luftflasche für uns. Ach, können wir ja nicht nehmen. Weil, ihr seht ja, es wird immer weniger, aber da hinten ist Oxygen. Ja, O2, das holen wir uns jetzt. Perfekt. So, dann können wir auf jeden Fall noch ein paar Fische mitnehmen. Oh, hier nehmen wir ein Pistölchen mit. Gut. Ah, Mist. Ah, da kommt er zurück. Ah, komm, den wollen wir haben. Ein Rotsanddrückerfisch. Okay. Na komm, die nehmen wir auch mit. Bevor er mich angreifen will, ne? Schnappen wir ihn doch lieber. Gucken, was für eine Waffe hier drin ist. Ah, okay, das ist ein bisschen vergiftet für unsere Sachen. Ich hoffe, man kriegt auch ein Upgrade, wo wir dann auf jeden Fall mehr Gewicht mitnehmen können. Weil das wirklich gerade nervig ist. Das Gewicht steigt ja wirklich schnell. Oh, warte, will ich haben. Er schläft. Kriegen wir ihn nicht? Kann ich ihn so einsammeln einfach? Ja. Perfekt. Okay.
Das habe ich jetzt nicht gewusst, dass das geht. Aber was soll's. Gut für uns. So, gucken, was hier dran ist. Ah, Sauerstoffkapsel. Das ist gut. Die nehmen wir mit, denn... die ist gut. Die ist wirklich gut. Sobald wir mal wieder weniger haben sollten. Oh, wir sind jetzt wieder dicht dran an der... an der sozusagen... da haben wir schon Munition. Ach, brauchen wir gar nicht, okay. Oh. Mal guck mal. Jetzt sind wir ein bisschen schwer wieder. Richtig coole Sachen haben wir jetzt nicht eingesammelt, aber für das Sushi-Ding wird es reichen. Was ist hier denn drin? Okay, jetzt wird es richtig schwer. Was schaffen wir? Wir haben noch genug Sauerstoff. Wir haben auch noch eine Sauerstoffkapsel, die wir theoretisch nehmen könnten da. Nimmt die, hat die eigentlich auch Gewicht, die Kapsel? Soll ich die mal testen zu nehmen? Nee, da verliert mir kaum was. Oh, ja. Hä? Wo treffe ich ihn nicht? So, dann sammeln wir ihn so ein. Jetzt sind wir richtig schwer. Jetzt müssen wir hier nochmal ein bisschen... Sauerstoff nehmen und dann versuchen wir nach oben zu kommen. Ich weiß, das ist viel zu viel, was wir haben. Aber wir sind ja nicht so weit von der Oberfläche weg. Und vielleicht schaffen wir es ja trotzdem. Ja, guck mal. 1A. Für uns zumindest. Los geht's. Gut, ein paar Sachen haben wir gesammelt. Ein paar Fische. Kurkuma. Da freut er sich ja hin. So. Wir können noch einen Tauchgang machen. Der letzte für heute. 2 Tauchgänge gehen immer am Tag. Folge der Richtung des Signals. Ich muss gleich mal gucken, wie ich diesen Signalpieper da nochmal anmache. Dass wir dem folgen können. Wo habe ich den? Frage ich mich gerade. Ich weiß gar nicht mehr, wie man das Signalding anmacht. Ach, da oben ist es ja drauf, ne? Also wir haben noch ein paar Meter. Wir schwimmen erstmal hier oben längs, glaube ich, bevor wir runtergehen. Das sind ja jetzt 110 Meter, obwohl es geht. Wir müssen nur aufpassen, dass wir halt genug Sauerstoff noch haben, bevor wir den kommen. Da hinten ist eine Sauerstoffkapsel. Die können wir nicht einsammeln direkt, aber wir können da ja schon mal dran vorbeischwimmen. Und wissen, wenn wir in diese Richtung gehen, was ist das da oben? Guck mal, nehmen wir gleich mit. Ich weiß, wir haben gar nicht so viel verbraucht, aber dann haben wir gleich schon wieder voll. Sicher, sicher, ne? Guck mal, hier ist eine... Oh Mist. Oh. Oh Mann. Ach, komm schon. Andere Richtung. Hä? So. Aber das so, ne? Jetzt haben wir natürlich sehr viel verloren. Vielleicht kriegen wir Glück und hier drin ist noch so ein Sauerstoff, genau. Nehmen wir mit. Perfekt. Können wir ja jederzeit nutzen. Hier nehmen wir noch ein bisschen was mit. Ach Mann. Okay. Jetzt schieße ich die einfach ab und nehme die so mit. Gut. Oh, oh, da kommt ein Hai. Jetzt war schon wieder zu schwer. Das gibt's doch gar nicht. Wir haben noch 58 Meter, um da hinzukommen. Na gut, wir versuchen es mal. Wir haben ja noch... Guck mal, hier können wir gar nicht längs. Aber wir müssen weiter runter. So ein Scheiß. So ein Scheiß. Nee, das schaffen wir nicht in diesem Rutsch. Das schaffen wir nicht in diesem Rutsch. Das müssen wir in der nächsten Runde machen. Das wird sonst nicht. Es sei denn, wir kriegen jetzt noch hier so ein... Die Luft wird knapp. Ja, ich weiß. Ich habe ja noch so, guck mal, das einmal holen. Das holen wir uns einmal. Kann ich den Fisch dann abballern? Den will ich auch haben, den Fisch. Ich weiß, das ist jetzt viel zu schwer, ne? Oh,
So, jetzt aber. Aber so einen hatten wir noch nicht. Jetzt müssen wir nach oben hier. Gut, aber in der nächsten Runde werden wir auf jeden Fall versuchen, dem Signal nachzugehen, um zu gucken, was da mit uns passiert. Jetzt müssen wir erstmal kochen. Da kommen wir nicht dran vorbei. Freut mich aber immer. Yes. Yes. Perfekt. Schließe den Tag ab, bereite also die Banjo Sushi vor. Gut. Also, wenn ich euch begeistern kann für das Spiel, dann kauft es auch. Und zwar bei Steam. Es ist gerade im Angebot. Ich glaube, 15% Rabatt oder so. 13 Euro, 12 Euro. Also dafür lohnt es sich auf jeden Fall. Es macht wirklich Spaß. Noch eine Empfehlung auf jeden Fall für Steam Deck ist definitiv Dredge, also mit dem Angler. Das macht einfach Saulaune. Habe ich allerdings schon zu weit gespielt, um euch das zu zeigen. Vielleicht mal in so einem kleinen Test. Mal gucken. So, wollen wir erstmal unsere Menüs richten? So, wir können hier, guck mal. Wollen wir die veredeln? Wir veredeln die mal. Fein filetiert. Was hat er drauf, ne? Erinnert mich an, wisst ihr, an wen er mich erinnert? Erinnert mich ein bisschen an Neos Partner bei Matrix. Wie heißt denn der Schauspieler nochmal? Lawrence Fishburne. So ein bisschen erinnert er mich an den. Ich weiß nicht warum. So. Genau das. Zwei Stück. Perfekt. Hier. Dann haben wir zwei. Sollen wir die auch veredeln? Die veredeln wir auch mal. Veredeln. Da können wir auf jeden Fall ein paar mehr nehmen. Huch. 9. 9 sind super. So, hier gibt es auch noch ein paar Gerichte. Hier, die können wir noch veredeln. Machen wir. Halt. Veredeln wollen wir sie. Bam. So, da können wir aber nicht so viele von mitnehmen. Das macht nichts. Zwei sind auch okay. Wir haben noch ein Menü. Dann nehmen wir hier die ersten. 3. Und hier nehmen wir die 2. So. Gut. Und jetzt bin ich gespannt. Öffnen wir die Scheiße. Bam. Oh, so. Bin ich mal gespannt, wie die Leute dort Bock haben darauf. Schade, dass man nicht selber kochen muss, noch ein bisschen. So ein paar Sachen zusammen smashen, das wäre schon ganz cool. Oh, was wir sehen. Ach so, ja, von ihr, den Hai haben wir ja leider noch nicht. Aber wenn wir den haben, machen wir das. Hä? Oh nein, ich habe nicht hier unten gedrückt, ich Depp. Okay, jetzt. Ich habe nach oben zur Seite gedrückt. Das war ja dumm. Okay, warte, oh, schnell hin. Schnell, lauf. Oh, warte mal kurz. Wir haben ein Menü, das ist raus, ne? Da unten. Tauschen wir gegen den. Oh, ich weiß nicht, welcher länger da war. Ich glaube, der hier war länger da. Oh nein, der war etwas länger da. Mist. Oh, jetzt wird's eng. Warte. Zurück. Oh, ganz so viele sind hier nicht. Nein. Ach, weg ist sie. Verdammt, der ist auch weg. Oh, das war nicht gut. Schnell wegschmeißen. Hä? Ach, komm, auch wegschmeißen. Mist. Ja, ich komme ja schon. Oh, das wird eng. Schnell, schnell. Oh, schaffen wir das noch. Schaffen wir nicht mehr. Oh, verdammte Axt. Oh, jetzt verlieren wir die alle. Ja, brauchen wir nicht versuchen. Boah, das war ein schlechter Tag. Uiuiui. Oh, das war ein richtig schlechter Tag. Warum war das denn so mies? Naja, es lag anscheinend an den neuen Gerichten auch. Ein bisschen Geld haben wir eingenommen, aber zufrieden sein kann er nicht mit mir, leider. Mal gucken. So, nächster Tag und lass uns mal gucken im Meer, ob wir da mehr rausreißen können jetzt. Oh, wer ruft an? Ellie. Hey! Du hast doch wohl nicht das Tauchen aufgegeben, oder? Wer ist es diesmal? Ich recherchiere für eine wichtige Publikation und könnte etwas Hilfe gebrauchen. Besorge mir 3 blaue Muscheln und 3 braune Muscheln. Okay. Solltest du etwas nicht selbst in die Hand nehmen? Willst du mich verarschen? Eine Publikation zu schreiben erfordert eine Menge Recherche und Nachforschung. Was du tust, ist nur ein winziger Teil des Ganzen. Also lass dir nicht zu Kopf steigen. Und jetzt beeil dich! Ich habe eine Deadline. Du bist wirklich unmöglich. Aber da du sagst, es sei für eine Publikation...
Blaue Muscheln und braune Muscheln besorge ich. Gut. So. Jetzt, wir sammeln die Muscheln ein, aber jetzt besorgen wir erstmal, wollen wir diesen Weg mal folgen, dass wir hinkommen zum Signal. Alles andere nervt mich gerade so ein bisschen. Man wird so schnell abgelenkt durch die ganzen anderen Sachen. Das machen wir als erstes. So, die erste Aufgabe, dem Signal zu folgen. Das werden wir schaffen. Wir müssen auch schneller werden mit dem, ich weiß es nicht. Unten ist natürlich auch gefährlicher, dadurch, dass da andere Fische umherschwimmen, die, ja, wie soll man sagen, gefährlicher sind halt, ne? Gehen wir hier mal runter? Können wir da irgendwo längs tauchen? Hier ist die Kiste, ich guck mal, was da drin ist, kurz. Wollen wir mit. Und die müssen wir leider auch mitnehmen, blaue Muschel. Können wir da unten irgendwo längs schwimmen? Oder geht es einfach nur tief, die Tiefe? Nee, wir können auch längs, okay. Hauptsache, wir treffen nicht mehr feindliche... Oh, guck mal, die haben Angst vor uns. Mehr feindliche Fische. Glas brauchen wir jetzt nicht. Da ist noch eine Muschel, die nehmen wir mit. Also wenn wir schon am Weg sind, nehmen wir natürlich die Sachen mit. Klar. Oh! Oh, da wurde ich weggespült. Oh, hier müssen wir aufpassen, dass wir nicht erwischt werden. Oh, das war schlecht. Schnell hier rüber. Jetzt werden wir runtergezogen. Okay, jetzt müssen wir schnell hier rüber. Oh, was macht er? Nein, ich komme nicht mehr hoch. Das ist ja gerade monstermäßig gemein. Aber schnell durch hier. Okay. Wir haben jetzt nicht mehr so viel Sauerstoff. Wir müssen was finden hier. Wir sind zwar auch nicht mehr weit bis zum Signal, aber es scheint noch weiter unten zu sein. Ah, guck mal, so ein Elektroschocker. Aber hier geht es ja gar nicht durch. Doch, da ist das Signal. Wow, das ist also der Ort. Mal sehen, das Signal kommt aus dem Inneren. An der Säule befinden sich Schriftzeichen, die ich noch nie gesehen habe. Wenn wir ein Werkzeug hätten, könnten wir den Felshaufen zur Seite bringen und versuchen hineinzugehen. Ich denke, es wäre am besten, das mit Cobra zu besprechen. Komm erstmal nach oben. Na. Hä? Abgefahren aussehende Stimmen, oder was ist das? Ich dachte, ich hätte etwas gehört. Ja. Kritische Tiefe, sie müssen ja höher. Jetzt geht unser Sauerstoff nämlich ziemlich schnell weg. Das wollen wir nicht. Oh, geh weg! So, da ist noch eine Muschel, die nehmen wir mit. Komm, wir können, wenn wir schon hier sind, sammeln wir ein paar Fische ein. Dann können wir vielleicht das Oxy-Zeug da noch nehmen. Halt! Ah, die haben wir jetzt. Immer noch nicht? Mein Gott, ist der stark. So. Ey, ist aber auch nur ein kommender Affe. Oh, sie kriegt diesen einen Fisch jetzt nicht. Wollte mich gerade veräppeln. Bleib mal stehen da, du rotes Monster. So, jetzt aber. Echt nicht? Na gut. So. Ey, auch noch nicht. Jetzt aber tot. Jetzt gemeinsam. So, aber jetzt müssen wir was anderes gucken. Da war irgendwo noch so eine Flasche mit Sauerstoff, die wollen wir noch mit haben. War die zu weit unten? Nee, die war doch weiter hier oben, ne? Oder hab ich schon, die habe ich schon eingesammelt, ne? Ja, okay. Nee, da ist sie doch. Mann. Ach nee, wir machen die Sammel nicht ein. Ich baller erstmal hier rum und sammle die. Oh. Bleib doch mal hier. Hab doch keine Angst. Will ich doch nur töten. Jetzt aber. Oh, jetzt haben wir viel Gewicht. Okay, jetzt müssen wir auf jeden Fall das. Ah, das Oxygen da hinten holen. Oxygen. Das O2. Die Luft, das zum Atmen.
heißt denn das nochmal? Da sauern den Sauerstoff, sagen wir einfach. Das reicht schon. So. Blaue Muschel haben wir genug von. Wir brauchen braune Muscheln noch ein paar. Gucken, ob wir hier hochkommen. Zieht sich ein bisschen, ne? Oh, naja, was soll's. Oh, jetzt kommt noch so ein Hai. Ich glaube es nicht. Das ist genau so ein Hai, den wir killen sollen. Wisst ihr das? Oh, jetzt kommen noch so andere Viecher. Ach, komm bitte. Lasst mich in Ruhe. Okay, den Hai sollen wir, genau so einen Hai sollen wir haben für die Tante da. Oh, hier können wir nicht längs. Das wird aber nichts, den können wir jetzt nicht killen. Das, ich habe ja schon jetzt Übergewicht. Das hat Dave ja sowieso. Oh, die Muschel nehme ich noch mit. Hm, noch ein bisschen über. Jetzt haben wir auf jeden Fall alle Nebenaufgaben gemacht. Oh, guck mal, da ist noch Luft. Wenn der Fisch uns nicht sieht, dann holen wir uns die Luft hier noch. Oh, kommt schon. Oh, das gibt's nicht. Oh, das gibt's nicht. Shit. Das war, da wollte man zu viel, ne? Da wollte man zu viel. Oh, das war blöd. Komm, nimm den Braun. Zack, ein Barsch mit. Ach, das war jetzt, das war gerade richtig ärgerlich. Aber dann reden wir mit Cobra oben einmal. Gucken, was der uns zu berichten hat. Ja, ich weiß. Ich darf nur eine Sache mitnehmen. Da. Okay, wir wissen, wo das Signal des Seevolks ist. Es ist zu überprüfen, nicht zügeln. Ich bespreche das mit Cobra. Ich werde morgen vorbeikommen. Okay, also morgen macht er das. Du musst eine Bombe benutzen. Geht es in Ordnung, unter Wasser Bomben zu zünden? Hattest du nicht von einem Felshaufen irgendwo tief ganz ungesprochen? Ich bin sicher, das wird schon gehen. Vertrauen wir doch ein wenig auf die Relationskraft des Meeres. Er versucht schon wieder, Dinge zu beschönigen. Aber es gibt ein Problem. Die Lieferschiffe sind in letzter Zeit nicht gekommen. Ich benötige eine Lieferung von einem Bombenexperten, den ich kenne. Anscheinend ist das Schiff vom Radar verschwunden. Ich glaube, es ist gesunken. Wenn ich die Drohne benutzen könnte, die ich bestellt habe, könnten wir die Vorräte bergen. Dave, könntest du ins Meer gehen und Drohnenmaterial bergen? Klar. Es ist wahrscheinlich, dass die Lieferboxen von den Strömen mitgerissen wurden. Suche einen Ort mit Meeresströmung. Ach, ich weiß, wo das ist. Gut, wir wissen ja, wo das ist. Da sind wir schon selber drin reingeladen. Naja. Jetzt müssen wir alle Muscheln nochmal sammeln, ne? Wie beschissen das ist, ey. Aber was soll's. Auch das kriegen wir hin. So. Und? Habt ihr im Steam Sale schon euch was gekauft hier? Vielleicht ein Steam Deck? Wahrscheinlich nicht, ne? So, riesiges blaues Loch. Fangen wir los. Einen gegrillten Haikopf müssen wir noch haben. Müssen wir auch nochmal finden. Guck mal, da ist schon mal eine Muschel, nehmen wir mit. Wir sind alle Muscheln mit dir auf dem Weg liegen irgendwie. Oh geil. Das ist immer perfekt, wenn man so eine findet, finde ich. Die kann man auf jeden Fall super gut gebrauchen. So, eine Muschelsorte haben wir fertig. Hier brauchen wir nichts. Gucken, ob wir so ein Computerchip und was wir da alles finden sollen, finden. Für die Drohne. Die Musik ist sehr entspannt, oder? Die dümpelt so vor sich hin, aber die irgendwie ist sie nett. Gibt es hier nur noch gefährliche Tiere? Oh, komm schon. Ach, komm schon. So, jetzt haben wir das natürlich verbraucht, was sehr blöd ist. Aber müssen wir irgendwie hier wegkommen. Das ist eine Waffe.
Ich will mal eine Haie erschießen, mal gucken. Oh nein. Oh! So, holen wir uns den Kopf ab. Kopf eines Weißen. Okay. Kann man noch mehr abheben? Noch mehr ab hier. Super. Das hat. Ey. Das ist ja gelohnt jetzt, dieser Tauchgang. Aber von den Drohnenteilen habe ich noch nichts gefunden. Ne? Das ist ein bisschen schade. Ich finde, wir noch ein bisschen Luft gleich, dass wir noch ein bisschen weiter tauchen können. Gucken, was hier drin ist. Unterwasserscooter. Den nehmen wir mal. Sind wir viel schneller mit. Aber wir müssen, brauchen erstmal Luft, das ist viel wichtiger. Ich weiß, wir haben den Scooter, aber das bringt mir jetzt gerade nichts. Lass mal gucken, ob wir noch ein bisschen Luft finden. Hm. Gucken, was hier drin ist. Noch ein Scooter. Nehmen wir auch kurz mit. Da ist Luft. Ach, guck mal. Perfekt. So. Wir haben sogar zwei von den Scootern unter Wasser, das ist natürlich super. Aber wir finden leider keine Teile hier, ne? Die sind super, die Dinger. Da können wir auf jeden Fall schnell von irgendwelchen Gegnern wegkommen. Was perfekt ist für uns. Denn wir müssen schnell von Gegnern weg. Sonst werden wir gleich schon platt wieder. Liegen die denn so tief, die Teile? Das kann ich mir gar nicht vorstellen eigentlich. Ist kein Samurai-Schwert. Da ist noch Luft. Die brauchen wir jetzt gerade nicht, aber vielleicht ja später. Wir haben ja eh nur noch einen Schuss, dann lassen wir sie doch nehmen. Oh, das ist schwer, das Blei jetzt, aber egal. Oh, das ist zu tief hier. Okay, okay. Das wollen wir nicht. Schnappen wir uns die Luft nochmal schnell. Boah. Luft! So. Hm. Ein bisschen ärgerlich, wenn wir nichts Cooles finden. Ja, hier sind Patronen. Brauchen wir die? Nee. Ärgerlich, ärgerlich. Zumindest haben wir eine Nebenaufgabe. Lass uns noch ein paar Fische mitnehmen hier. So ein bisschen was zu essen machen können, oder? So ein Mini-Fisch. Hm. Kann man auch Quallen mitnehmen? Können die Quallen essen hier? Testen wir mal. Kannst du tatsächlich mitnehmen. Okay, jetzt müssen wir nach oben. Na, wollte ich gucken, was in dem Topf hier drin ist. Und dann geht's nach oben. Schwarzessig, okay. Jetzt haben wir auch genug. Aber das Ding zieht uns ja nach oben locker. Also. Aber Luft haben wir ja noch. Es ist nur schwierig, aber mit dem Boost können wir ja auf jeden Fall nach oben kommen schnell. Dann lass uns doch nochmal ein, zwei Sachen mitnehmen hier. Ich weiß nicht, ob es irgendwann zu schwer ist und man gar nicht mehr vorankommt. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Also, warte. Das geht nicht, okay. Siehst du? Na gut. Aber jetzt müssen wir mal wirklich nach oben. Jetzt, ist aber
Jetzt wird es zu schwer. Aber egal, wir haben genug. Geht zurück zum Boot und dann gehen wir zurück in den Sushi-Shop. Jetzt. War es so schnell? Puh, das war schwieriger, als ich dachte. Das ist nicht schlecht. Also dann, wenn ich die Lieferung an Echo Watcher abschließe, tada, ha, Forschungsstufe erreicht. Hö, Echo, was? Ach, du kennst sie nicht? Echo Watcher ist eine App, die sich für den Schutz der Umwelt interessiert. Okay, gucken wir mal nach, was in der App drin ist. Probier es doch auch mal aus, wenn es dich interessiert. Bis dann. Gucken wir mal nach. Die App. Echo Watch. Oh, wir haben die Waffe kompliziert. Das heißt, wir können die bauen. Sehr gut. Ja. Naja, machen wir. Gucken wir uns mal Echo Watch an, bitte. Da unten. Na, guck mal. Ach, da kriegt man so Punkte für. Okay, okay. Gut. Dann lass uns einmal zum Sushi-Heini gehen und den Tag abmachen. Weil jetzt können wir auf jeden Fall den Haifischkopf, können wir hier zeigen. Den haben wir gefangen, oder? Wir müssen jetzt nur grillen lassen. Gucken wir ins Menü. Da ist er. Fädeln wir auch nochmal. Fädeln? Ja. Wir springen mal kurz. Wir wissen jetzt ja, wie er es macht, ne? Das ist ein bisschen Quatsch, das nochmal ein paar Mal zu machen. So. Und hier machen wir den rein. Perfekt. Gut, und aufmachen. So, jetzt diesmal muss ich besser sein als beim letzten Mal. Letztes Mal war ich richtig schlecht. Jetzt pass mal auf. So, sie wünscht dir das und er legt los, ne? Perfekt. Na los. Ich darf wie immer, schon der Anblick verdirbt mir den Appetit. Aber versprochen ist versprochen. Na, mag sie. Oh, sie liebt es. Wie so gut ist sie denn? Schmeckt es dir? Ja, es ist sehr lecker. Ich schmecke das Fett, das Weiß, spitzen Riffweiß im Inneren, das knusprige Gerüst im Kopf ist. Aber es ist nicht ranzig oder so, es ist. Oh, ist das etwa Ingwer? Der Ingwer mischt sich gut mit dem starken Aroma des Kopfes. Es ist wirklich köstlich. Verzeihung, ich war einfach nur überrascht, wie gut es schmeckt. Das Buch der Fünf Ringe besagt, dass man stets das Wesen einer Sache erkennen sollte, statt sie nur nach einem Äußeren zu beurteilen. Haie sehen äußerlich vielleicht furchterregend aus, aber sie haben ein dichtes Fleisch und ihre Köpfe schmecken köstlich. Dieser im Stück gegrillte Haikopf repräsentiert perfekt all diese Eigenschaften. Ich muss schon zugeben, sehr gut gemacht, du hast bestanden, Bancho. Und nun verrate ich dir, warum ich hier bin. Dieses Restaurant braucht mehr Mitarbeiter, ich kann dir dabei helfen. Was meinst du damit? Willst du das alles hier alleine wirklich schmeißen, Bancho? Das Restaurant läuft doch jetzt schon auf Maximum. Jetzt klappt vielleicht noch alles, aber wenn mehr Gäste kommen, wirst du es nicht mehr schaffen. Stimmt, ich kann es alleine nicht mehr schaffen, aber es ist schwer, gute Leute zu finden. Ich bin Yoshi, die Personalerin. Genau das ist mein Job. Erst einmal sollten wir eine Stellenanzeige veröffentlichen. Neuer Inhalt, Mitarbeiter, okay. Stelle Mitarbeiter ein, um die Arbeitsbelastung zu verringern. Mitarbeiter helfen dabei, Speisen besser zu servieren oder die Essenswahl zu beschleunigen. Ich würde dir gerne erklären, wie man Personal einstellt. Pass bitte gut auf. Ah, Hiring, okay. Drücke X, um den Stellenanzeigen zu veröffentlichen. Drücke auf OK, um den Flyer aufzugeben. Okay. Werbeflyer in Arbeit. Einstellung hat begonnen. Gut. Die Ergebnisse sind immer am nächsten Tag verfügbar. Morgen werde ich dir mehr erklären. Oh, der ist ganz die sind alle ganz undurchsichtig hier. Oh. Sie will noch so einen Haifischkopf haben? Oh, fehl. Oh. Das ist echt schwierig. Ah, da sind noch, okay.
Oh, das ist gar nicht so leicht. Das muss aber wirklich schnell sein. Guck mal, das wird ungeduldig schon wieder werden. So. Mehr Gerichte habe ich gar nicht. Soll ich welche reinpacken? Ich glaube, es ist schon fast der Tag rum, ne? Ja, Tag war schon rum. Okay. Aber ich glaube, diesmal war besser. Naja, Rang Bronze. Auch nicht so super, ne? Aber wir haben ordentlich Geld da genommen. Guck dir das an. Gut. Ob wir uns irgendwann was Cooles kaufen können dafür? Man weiß es nicht. Gut, Tag 7. Ich sollte den Stand meiner Ausrüstung überprüfen. Ja. Aber ich würde sagen, das reicht für heute. Und beim nächsten Mal schauen wir mal nach, ob wir diese coolen, naja, was, Gadgets, soll ich Gadgets sagen? Nee. Die coolen Computersachen finden. Aber für heute soll es reichen. Vielen Dank, wenn ihr zugeschaut habt. Lasst mir doch einen Daumen da, eventuell sogar ein Abo. Und wenn ihr richtig Lust habt, dann schaut euch das Video 10 mal an. Das wird mir helfen. Nein, Spaß. Gut, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bei Dave und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dahin. Tschüss.